Around Gaming. Hallo YouTube, hier wieder Surround Gaming. Heute mal mit einem anderen Video, auch wieder im Podcast-Stil, aber heute geht es mal um Treiber, genau gesagt um Grafiktreiber. Eine schöne Sache ist erschienen, letztendlich etwas, was eigentlich kostenneutral ist. Ich sag mal so, eure Grafikkarten sollten natürlich immer auf dem aktuellsten Stand sein. Dementsprechend hat Nvidia ja so ein bisschen klammheimlich, kann man fast sagen. Es ist zwar durch die Presse gegangen, aber so im Fokusthema war es gar nicht. Am 30. März im Endeffekt die Treiberversion 465.89 vom GeForce Game Ready Treiber rausgeschossen. Ist stolze fast 700 Megabyte groß, das gute Stück. Also ja, nichts gerade, sage ich mal, Besonderes. Übliche Größe. Was es aber beinhaltet, und das macht dann den Treiber doch relativ besonders, ist der Support, sage ich mal, nativ für die gesamte Liga sozusagen der ganzen Founders Edition. 3090, 3080, 3070. Die kriegen jetzt Resizable Bar Support. Das ist natürlich eine feine Sache. Wir kennen das ja von den AMD-Themen. Letztendlich war es ja bis vor kurzem AMD vorbehalten, den Leistungszuwachs, sage ich mal, durch den direkt adressierten Zugriff auf den Speicher der Grafikkarte, sage ich mal, zwischen, ja, das ist ein bisschen komplizierter letztendlich, aber es geht darum, dass, sage ich mal, die Festplatte, wenn man so will, direkt oder das Spiel oder die Anwendung direkt auf den Grafikspeicher zugreifen kann, ohne, sage ich mal, Umwege durch den Computer zu gehen, um es mal ein bisschen laienhaft auszudrücken. Resizable Bar hat diverse Vorteile, unter anderem einige Performance-Vorteile. Bei AMD und den 6000er GeForce-Karten hätte ich jetzt fast gesagt und den 6000er AMD-Grafikkarten können die massiv sein. Ja, deswegen haben die auch relativ viel Speicher nativ dabei. 16 GB ist ja, sage ich mal, da schon fast die Regel. Und von der Seite her wollen wir aber heute dann mal auf jeden Fall einen kleinen Vergleich machen. Wir testen es nativ an Star Citizen. Ist ein Titel, der wirklich hungrig ist, was Speicher angeht, der jede Leistungszuwachs, sage ich mal, aufsaugt und in mehr Frames umwandelt im besten Falle. Star Citizen ist ja ein performance-hungriges Tool. Ich schreibe auch mal diesmal in der Video-Description im Endeffekt, also in der Beschreibung des Videos, rein, auf welchen Systemen wir es getestet haben. Vielleicht kurz auf der Tonspur gesagt, was jetzt hier drinne klebt, ist der üblich verdächtige 5950X. Der ist jetzt sozusagen mit einem MSI X570 Godlike. Warum sage ich das nochmal explizit? Weil wir fahren im Endeffekt die Automatik bei dem Godlike in dem Extreme-Modus. Das heißt, das Godlike übernimmt das gesamte Tuning in dem Falle und zieht dann das gesamte System ein bisschen höherartig. Dazu kommen 128 GB Speicher. Die haben jetzt nicht so viel Auswirkung. Da wäre sogar im Moment, glaube ich, sogar besser, wenn der ein bisschen höher getaktet wäre. Im Moment hat der nur 3200 MHz. Und aber ich sag mal so, Kollege Star Citizen, das Game benötigt viel Speicher. Also das konsumiert auch, das werdet ihr sehen im Video, ordentlich viel Hauptspeicher. Also wer jetzt nur 16 GB in der Kiste hat, der sollte demnächst einfach mal darüber nachdenken aufzurüsten. Inwieweit Resizable Bar Auswirkungen hat, das wird man schon im Video sehen. Vergleicht einfach mal die Werte, die eingeblendet sind. Gerade die Frames natürlich sind natürlich super spannend, aber auch die Werte des Speichers. Da sieht man schon, dass sich nach Resizable Bar ein bisschen was verändert hat, sage ich mal, von den Zuordnungen. Das können natürlich, das müsste man jetzt mehrmals machen, sage ich mal 10 Mal, 15 Mal. Um wirklich da ja, Messtoleranzen oder sage ich mal Begebenheiten bei so einem One-Shot sage ich mal auszublenden. Wir haben es jetzt sozusagen nur einmal auf jeder Seite durchlaufen lassen. Der Performance-Zuwachs, aber da muss ich jetzt nicht diverse Benchmarks hier hochladen, weil die Kollegen, sage ich mal, zum Beispiel von der PC Games Hardware haben dazu einen guten Artikel verfasst. Da sprechen sie sogar von 19% Zuwachs bei einigen Spielen. Bei der 3090 Founders Edition gleicher Ryzen 5950 als Basis. Ich glaube, die haben sogar auch das Godlike als Grundlage genommen.
Von der Seite her, Zuwachs ist auf jeden Fall da. Das Update macht natürlich schon Sinn. Es ist relativ simpel gehalten. Es ist aber nicht damit getan, dass ihr nur den Treiber runterladet. Ihr müsst dann, wie gesagt, den, also am besten erstmal, das ist jetzt zwar keine Anleitung, deswegen lest euch das nochmal bitte in Ruhe, sage ich mal, durch. Ich kann auch nochmal einen Link im Endeffekt dazu der Description nochmal unten rein posten. Ja, am besten erstmal den 465er.89 GeForce Game Ready Treiber runterladen, installieren ganz sauber, dass der erstmal läuft. Dann guckt ihr in euer Mainboard. Da ist natürlich jedes Mainboard, sage ich mal, anders. Und bei dem X570 steht es genau da. Da sind so zwei Einträge, die man aktivieren kann oder ein eigentlich. Das aktiviert dann noch einen zweiten Eintrag mit Resizable Bar. Ja, wird es dann aktiviert. Also geht dann ins BIOS rein von eurem Mainboard, aktiviert Resizable Bar, fahrt wieder hoch und dann am besten installiert ihr sozusagen noch ein kleines Tool von Nvidia, wo im Endeffekt das BIOS von der Grafikkarte geflasht wird. Erst dann ist Resizable Bar freigeschaltet. Den Unterschied merkt ihr auch eigentlich schon recht dramatisch. Also bei der 3090 muss ich sagen, habe ich es schon, ja, auch gerade bei Star Citizen sieht man es. Das ist doch ein kleiner Unterschied zwischen, sage ich mal, spielbar und schon gut spielbar, weil wir spielen hier nativ in 4K Star Citizen und da ist das natürlich schon eine kleine Herausforderung für jedes System. Auch eine 3090 kommt da ganz schön ins Schwitzen und wie gesagt, CPU-technisch, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der weniger Kerne hat, sage ich mal, der höher taktet, weil das Spiel ist eben auch auf Takthunger ausgelegt, aber die mehreren Kerne machen schon da auch ein bisschen was weg. Ja, also ich glaube, die CryEngine war ja dafür auch bekannt im Endeffekt. Jetzt ist natürlich eine starke Abwandlung bei Star Citizen drunter. Ist ja jetzt sozusagen, wenn man so will, die Lambert Engine, aber schon in einer ganz abgeänderten Version. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall der Multicore-Support perspektivisch sowieso bei Star Citizen viel Sinn macht, weil das Spiel wird schon, ja, alles ausreizen an Hardware, an Computer-Hardware, was so geht, ist ja einer der wenigen Titel, wo man echt sagen kann, da lohnt sich nochmal, dass man einen PC hat, weil auf Konsolen wird sowas, denke ich mal, kaum umsetzbar sein. Dafür ist das Spiel einfach zu hungrig und da müsste man wahrscheinlich schon zwei Konsolengenerationen weiterdenken, um solche Sachen, sage ich mal, abzudecken und eine gewisse Skalierbarkeit immer zu haben, dass man auch die Grafikkarte immer wechselt, weil ich selbst die Grafikkarten der Nvidia 3000er Generation und der 6000er Generation von AMD, die werden Star Citizen noch nicht ganz im Griff kriegen, zumindest wenn es um 4K-Themen geht. Da sind sie doch schon, ja, noch nicht an dem Level angelangt, was Star Citizen bräuchte. Aber so viel sei es drum. Ich denke mal, das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich das Ganze mal auf die Zunge zergehen lässt. Und wie gesagt, ich habe es jetzt hier nochmal eingeblendet, welche Version es ist. Am 30. ist erschienen. Bei einigen Mainboards braucht ihr auch noch, habe ich vielleicht vergessen zu sagen, deswegen aufpassen, ihr müsst vielleicht ein BIOS-Update machen. Also mein X570 MSI Godlike, das hat nativ den Treiber-Support, ich glaube seit Februar ist das reingepatcht gewesen. Es gibt leider nur noch ein Beta-Update, da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Bei MSI gerade, da könnt ihr dann doch einige Bugs sozusagen haben, dass euer System relativ instabil wird. Deswegen die Beta-Treiber teste ich per. Ich habe letztes Jahr einen drauf gehabt vom Godlike, habe da auch ein bisschen Probleme danach gehabt, habe es dann wieder sozusagen durch den neuen Patch ersetzt und war dann auch froh, dass einer doch im Februar erschienen ist und habe mir doch einige Probleme beim Hochfahren und beim Starten genommen. Da ist das Godlike manchmal doch ein bisschen anfällig, aber gut. Ist ja nur ein sehr teures Mainboard, was will man da verlangen? Da muss man ja auch ein paar Probleme haben, wenn man so ein teures Mainboard sich anschafft. Aber das ist nochmal ein anderes Thema zum Godlike. Hatte ich mir auch mal vorgenommen, auch nochmal einen kleinen Podcast zu machen. Interessierte ja doch einige. Da nur vorweggegriffen, empfehlen kann ich das MSI Godlike aus Aspekt der Preis-Leistung nicht. Das kann ich schon vorwegnehmen. Das Fazit aus dem Podcast, was dann folgen wird,
Das ist einfach für das Gebotene viel zu teuer. Ausstattung könnt ihr euch ja mal, wie gesagt, in den Descriptions angucken. Ihr kriegt eine Menge rein, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr habt aber nicht viele Vorteile. Das sage ich auch klipp und klar. Also 10G Netzwerk Interface nice to have. Wer, sage ich mal, dicke Storage draußen zu sitzen hat, viel Video schneidet, die dann mit 10G anbindet und dann die Dinger da rausjagt als Backup. Super Sache. Ich kenne es aus dem Enterprise-Bereich, da ist 10G schon fast Standard. Da gehen wir ja auf 40G QSFPs, also anbindungstechnisch gesehen. Aber ich sag mal so, im Heimconsumer-Bereich ist das für die meisten von euch kein Szenario. Da sind diese 1 Gigabit-Schnittstellen netzwerkkartentechnisch vollkommen ausreichend. Und es gibt ja welche mit 2,5, alles okay, das reicht. Da muss man keine CG-Karte haben und die Expansion-Card. Mit PCI Express 4.0 auch nice to have. Ich habe das Ding ja fast voll geclustert im Endeffekt mit M2s. Star Citizen vielleicht ganz gut zu erwähnen, läuft ja auf der Samsung 89 Pro M2 mit PCI Express 4.0 Anbindung. Also volle Power. Was machbar im Moment ist, da gibt es ja nur noch die eine von WD, die noch ein bisschen härter wäre. Aber gut, das ist jetzt nur vom Laden sozusagen. Also das Spiel kriegt dadurch nicht mehr Frames. Ja, ich blende jetzt im Endeffekt noch ein bisschen Mucke ein, lass wie gesagt den Vergleich laufen. Die Bilder, denke ich mal, sprechen schon ein bisschen für sich, da muss man nicht viel kommentieren. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Ansonsten Fazit ist, man muss sich jetzt auch nicht angucken unbedingt, das Star Citizen, den Quervergleich. Ich lasse mal beide Videos am besten nebeneinander laufen. Einmal mit Resizable Bar, einmal ohne. Und Fazit ist aber, um es abzukürzen, runterladen. Testen, genießen. Ihr könnt einige Titel, sage ich mal, wenn ihr die Founders Edition habt, deutlich mit mehr Leistung jetzt wiederfinden. Die, das habe ich mir sagen lassen von einigen Kollegen, die anderen Versionen, also jetzt nicht die Founders Edition, sondern die anderen Versionen der anderen OEM-Partner, da sind noch nicht alle wohl ready mit einem BIOS-Update. Da würde ich vorsichtig sein. Bei Gigabyte gibt es ein bisschen Probleme. Das kann aber jetzt auch schon Stand jetzt zu dem Video schon behoben sein. Bei Asus, glaube ich, war alles im grünen Bereich, bei den TUF-Versionen zumindest. Ich habe jetzt nicht das auf anderen Systemen getestet, erstmal nur auf der Founders Edition nativ. Und da läuft es wunderbar. Auch der Patch hat keine Probleme gemacht. Das rennt ganz, ganz super schnell durch. Wie gesagt, ihr ladet euch ein kleines Tool runter, bestätigt und das Ding ist geritzt. Dann müsst ihr einmal durchbooten und könnt loslegen. Aber für die anderen Hersteller, da muss ich sagen, lest euch da durch, ob das alles sinnhaft ist, guckt vielleicht im YouTube nach, ob eure Grafikkarte jemand schon einen Erfahrungsbericht hochgeladen hat, weil nichts ist schlimmer, als ihr macht dann BIOS-Update und dann habt ihr nur Stress. Oder es bringt im Moment noch nichts, weil die Treiber noch nicht richtig ausgegoren sind. Deswegen, kurzes Video heute, so viel dazu. Resizable Bar durch den Nvidia-Treiber 465.89 im GeForce Game Ready Mode nativ jetzt verfügbar. Ihr müsst, wie gesagt, die Schritte nochmal zusammenfassen. Euer BIOS muss geupdatet sein. Aktiviert muss Resizable Bar sein. Der Treiber muss runtergeladen sein. Das kleine Tool von Nvidia muss runtergeladen werden. Und die Grafikkarte geflasht gern gilt derzeit nur auf diesem Wege über die Nvidia-Seite für die Founders Edition. Habt Spaß, habt schöne Tage. Wir hören uns sicherlich jetzt demnächst wieder. Jetzt sollten demnächst ein paar mehr Videos folgen. Surround Gaming is out. Bis dann. Oh.